Was geht ab, Freunde der Sonne, Agri am Start. Wir zocken mal wieder One vs. One, aber das wisst ihr ja bereits, sonst hättet ihr das Video ja nicht angeklickt. So, wir spielen, natürlich, ihr wisst es schon, Zerg, ich weiß, und wir spielen gegen Terraner. Auf der Karte Lerilak-Gipfel, Gipfelzipfel. Dann wollen wir mal gegen Terraner, uncool. Am meisten mag ich es gegen Protoss momentan. Terra ist mir immer so hektisch. Die können mir so schnell agieren, das nervt mich. Okay, wir brauchen Overlords. Wir machen hier diesen komischen, schlechten Trick wieder. Keine Ahnung, ob es was bringt. Vielleicht, vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Und dann, wie immer, wird eine Echse gesetzt. Banelinge könnten wir natürlich probieren, könnten auch Fast-Banelinge probieren, um das Game schnell zu beenden. Wollen wir das Game schnell beenden? Natürlich wollen wir das. Auf jeden Fall gegen Terra. Und jetzt direkt Zweigas. Pool ist ja schon am Laufen. Damit wir schnell Zerglinge und Banelinge raushauen können. Werden aber nach geraumer Zeit dann wieder das eine Gas wieder entstücken, sage ich mal. Also die Drohnen wieder abziehen. So, 3-3. Er wundert sich schon. Ah, oh, da könnte Bailey gekommen. Ja, ich muss was machen. Wäre nicht schlecht. Nein, so weit bin ich noch nicht. Da ist noch kein Bailing Bast. Der Kollege hat schon Angst hier. Aber der kommt jetzt gleich. Und die Zerglinge kommen jetzt auch. Erstmal Speed. Dann ein paar Zerglinge. Und dann sollten wir gleich mal Baneling Bast und Overlord setzen. Fangen wir mit dem Baneling Bast an. Naja, Overlord wäre, glaube ich, besser gewesen. Und der fährt noch unten. Das heißt, er ist, glaube ich, unten rechts. Wie das aussieht. Aber das können wir jetzt direkt überprüfen. Ich glaube, wir laufen einfach mal rechts rüber. So, jetzt ziehen wir erstmal wieder ein paar wieder raus hier aus dem Gas. Lassen so vier weiterarbeiten. Eine können wir auf jeden Fall noch rüberziehen, wenn wir Bock haben. Und jetzt erstmal ein paar Zerklinge pushen, 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 pushen. Die ganze Zeit. Wir auch gleich ordentlich morphen können. Denn wir müssen ja wahrscheinlich den Wall hier aufbängen. Da ist er nicht. Okay. Dann kann er ja nur da sein. Weil hier ist er auch nicht. Und da ist er doch auch direkt. Schön. Können wir ihn vielleicht sogar noch anlocken. Mit dem Overlord gleich. Und jetzt können wir auch noch eine Echse setzen. Den sollten wir schon mal hier behalten. Ach so ist das. Das ist schön. Dankeschön. Mehr Overlords. Wir bauen bereits welche. Keine Angst. Jetzt verarschen wir ihn mal ein bisschen. Mal gucken, ob er darauf reinfällt. Wäre ja zu wünschen. Oh, wenn du meinst. Fick die Wand an. Fick die Wand an. Diese fucking Widowmine. Ne, jetzt holen wir uns Bau. Jetzt gibt es direkt Lurker hinterher. Macht das schon wieder dicht? Können wir aber nochmal probieren.
Oder Mutas könnte man auch testen, aber Lurker sind, glaube ich, besser. Tank, okay. Und cool. Dann machen wir mal eine andere Taktik. Versuchen wir ihn gleich zu nerven mit den beiden Overlords hier, wenn er baufertig ist. Da ist er auch schon fertig. Was brauchen wir denn jetzt? Evolutionskammer brauchen wir jetzt auch noch, um das Scheißding zu verpuppen, oder was? Ach, dann müssen wir uns... Ach, gut, das werden aber auch... Nee, komm. Lurker, wir brauchen Lurker. Cool. Ja, ich sollte vielleicht sowieso generell hier mal so ein bisschen Abwehr bauen, weil da könnte gleich was kommen. Und Speed können wir auch noch bauen. Das kennt er schon. So. Ein paar Bähnlinge gehen noch. Direkt Lurkerbau. Hinterher flexen. So, dann sammeln wir, bauen wir die beiden mal um, meine ich. Junge, was ist denn da schon wieder? Oh, Ficker. So ein Ficker. War ja klar. Das gibt jetzt erstmal Ärger. Oh, schade, ey. Jetzt gibst du doch her! Mann! Hydras. Glück gehabt. Extrem viel Glück gehabt. Ein bisschen mehr Vespingas brauchen wir wieder. Ich muss vielleicht gleich erstmal was gegen diese Scheiße hier machen, ey. Der nervt mich total. Mit seinem scheiß Crap-Teil. Ah, einen Lurker haben wir. Ah, ich glaube, die Baneling-Taktik, die war schon ganz nice. Ich hätte schon so ein bisschen verwirrt. Gucken wir mal rüber, fliegen wir mal rein. Ich habe einfach keine Mineralien, ne? Hat er hier bestimmt Abwehr hingesetzt? Nö, nee, noch gar nicht. Der Schwarmklasse, unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ah, der haut gut rein. Komm schon! Oh, schön. Habe ich hier keine Lurker mehr, ey? Da steht ja noch einer.
angegriffen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Oh, fuck, ey. Jetzt fickt mich dieses eine Scheißteil da, oder was? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Erschöpft. Oh, das rockt ja. Ach, es ging nicht mehr. Fick die Wand an, ey. Ist das ein Dreckspiel? Oh, ich brauche jetzt die blöde Evolutionskammer wieder, um die umzubauen. Das ist so traurig einfach. Einfach traurig, dieses Spiel gerade. Ich bin gerade total außer Kontrolle irgendwie. Ich hasse es einfach gegen Terra. Ist einfach echt wirklich nervig. Ich muss da unten vielleicht erstmal noch ein bisschen Creep verbreiten. Na komm. Wir brauchen mehr Mineralien. Nicht genügend. Mineralienfeld. So, jetzt bin ich aber schon wieder ganz gut dabei mit ein paar Echsen. Oh, jetzt habe ich aber ganz gut Münz wieder. Alter, was macht ihr denn da? Ich hätte noch mehr Queens, oder? Boah, Massive Eco noch schön. Kann man mal machen, ne? Werden angegriffen. Oh, 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 oh.
fuck, gleichzeitig oder was? Wir brauchen mehr Overlords. Unsere Streitkräfte werden. Nein! Fick die Wand an, ey. Oh, das geht wohl nichts. Nee, das ist GG. Ach, schade. Ich war einfach zu hibbelig irgendwie. Keine Ahnung. Och, Mann, ey. Schade, schade.